Moinsen, herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe mit dem Mama 6510. Heute fahren wir weiter und zwar, heute fahren wir nicht 250, sondern ihr habt jetzt geht's in die andere Richtung. 150 gespiegelt oder besser gesagt, gespiegelt. Heute, mit wem fahre ich denn eigentlich? Das ist echt eine schwierige Entscheidung, immer wieder an Anfang des Ganzen. Fahren wir heute mit... Hey, Daisy! Wir fahren heute... mit dem Standardbike, mit den Slicks, nee, die habe ich schon gehabt, den Rally, mit dem, oh, guck mal, mit dem Rally-Auto, Tempo ist nicht so hoch, aber dafür ist die Handlung sehr gut hoch, das ist sehr, mir ja persönlich wichtig, dadurch, dass ich ja grundsätzlich immer Probleme habe. Mit Handlung und alles drum und dran. Ja, das ändert sich hier kaum. Okay, Haftung, Handlung, gut. Gut, fahren wir mit dem. Ungewöhnlicherweise, aber gespiegelt. Federcup, let's go! So langsam endet das. Nämlich, wir haben jetzt noch heute und morgen und übermorgen und übermorgen. Und ja, heute, morgen und übermorgen und übermorgen. Naja, egal. Auf jeden Fall, eigentlich ist es geplant, dass das Ende der Woche durch ist. Heißt also, ab Ende der Woche habt ihr dann auch wieder Ruhe von mir auf Mario Kart 5. Welle. Ich weiß nicht, wie gesagt, feedbackmäßig ist da jetzt nichts meinerseits hierher gekommen. Also ich weiß nicht, ob euch jetzt das gefallen hat oder ihr sagt eher so, das hätte jetzt hier alles nicht sein müssen. Insbesondere weil eben sehr viele Streamer das direkt live gestreamt haben und alles drum und dran. Was ja auch gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. Aber auch da habe ich die Resonanz nicht gemerkt, die jetzt andere haben. Das liegt vielleicht aber daran, dass das ja tatsächlich alles immer Previews sind. Dementsprechend erstmal ein Hallo an alle, die jetzt sich das hier previewen wieder. Wenn ihr da draußen sagt, so von wegen immer noch, das ist echt für Preview? Ja, tatsächlich. Also wenn ihr irgendwie sagt, so von wegen hier, ihr möchtet Videos vorab gucken. Twitch. Twitch, meine lieben Freunde, das ist das magische Zauberwort. Da seht ihr die Sachen bei mir vorab. In der Regel, wenn ich sie aufzeichne, das heißt aber nicht zwingend, dass das dann in derselben Woche ist. Das war nicht gut. Nicht zwingend in derselben Woche ist. Das heißt, also, ihr könnt vielleicht Content sehen, die vielleicht erst in 2 Wochen erst bei YouTube sind. Oder ähnliches. Ja. Komm. Nein! Shit! Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass das vielleicht doch noch hinhaut. Oh, und noch der blaue. So. Münzen abwehren ist ein bisschen schwierig. Ich habe ja schon gesagt, Münzen sind wichtig und richtig. Auch für Tobis. Tobis? Mehrzahl von Tobias sind Tobis oder was? Nein. Wir freuen uns da draußen. Nein. Tobis. Wir gewinnen. Nicht wirklich eindrucksvoll, nicht wirklich schön. Aber sagen wir es, wie es ist. Beschweren könnt ihr euch woanders. Ja, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Beschweren geht woanders. Hier, Pool. Habe ich letztes Mal gar nicht gesagt. Fällt mir jetzt gerade ein. Gute alte Flui, herzlich willkommen drauf. Hat natürlich auch hier erwähnt, dass der Pool natürlich jetzt nicht hier zum ersten Mal erst revivalt, sondern auch schon bei der DS-Version. Habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass auf der DS-Version da drauf war. Die DS-Version ist Mario Kart, ich glaube Mario Kart 7 sogar. Also von daher nicht so wahrgenommen. Könnte daran liegen, dass ich im Teil nicht so viel gespielt habe. Tatsächlich auch am Überlegen gewesen war, Retro-Achievements-mäßig da vielleicht was zu machen, aber auch Retro-Achievement-mäßig ist natürlich immer eine große Frage, ob... Ich wollte gerade nach hinten schießen.
ob das tatsächlich auch alles, wie gesagt, so von wegen Urethro-Achievements, coole Sache, oder eher sagt so von wegen, ah, das sieht mich nicht so. Muss ich tatsächlich wieder eine Umfrage machen, ne? Bombe. Bombenparty. Also nichts raus. Holen aus der Situation. Ah, schade. Mit Bouncer geht das auch nicht. Aber hey, mit Bouncer, Jungen, bin an das Ende getroffen. Ja, ist schwierig anzugreifen. Wow, das sind die Bananen, die ich selber gelegt habe. Merkt man, dass ich eigentlich tatsächlich sehr viel dieselbe Linie fahre. Ach nee, jetzt ist noch jemand Schutzalter. Nein! Nein, fahr, fahr, fahr! Boah, hat mich meine Banane aus der vorigen Runde gerade gerettet? Oder was ist jetzt hier passiert? Wow! Als ob ich das so vorhergesehen hätte, so entweder in Runde 1 oder 2. Ich muss die Banane da hinlegen, damit ich am Ende das Rennen gewinne. Nein. Das, also, meinerseits war es definitiv nicht geplant. Wenn ihr jetzt denkt, so von wegen, boah, der Monat wusste das schon vorher. Nein. Absolut nicht. Ach, jeder. Das hat, manchmal muss man auch wirklich richtig Schwein haben, ne? Okay. Das war jetzt interessant, aber hier könnte man wirklich. Da bin ich mal gespannt, wie es online läuft. Wie die Leute hier skillen. Ich hätte ja gesagt, das ist hier tatsächlich so eine Strecke. Mit ein bisschen Skill. Oh. Kein Problem haben solltest. Jetzt kann ich da aber nicht hoch. Oder doch? Ich versuche mal trotzdem. Nee. Ich war zu früh. Das geht auch beides. Jetzt hat. Oh, Bombe! Noch eine Bombe. Ja, keine Münze. Also keine. Kein sinnvolles Item, nur eine Münze. So rum wollte ich meinen Satz sagen. Ja, manchmal fragt man sich auch, was war immer eigentlich so einen lieben langen Tag denkt. Weil die Sätze immer so unvollständig klingen. Oh, knapp. Sauber. Bombe. Immer diese Bombs. Ah, schade. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass vielleicht die Wand das noch mitnimmt. Okay, zwei Schutz-Items. Die behalten wir immer lieber. Dass jetzt kein blauer Panzer kommt. Sieht gut aus. Würde ich mal mich sehr weit aus dem Fenster lehnend sagen. Dankeschön. Ich weiß, ihr da draußen. Nee, abschalten. Öde, langweilig, weg. Ja. Ist okay. Ist okay. Kann ich mit leben. Glaube ich. Ich glaub's. So, Badezimmer-Parcours. Aber das sieht man jetzt auch schön. 10.10 Uhr, das ist gespiegelt. Das ist 1.01 Uhr. Also eigentlich müsste es 13.01 Uhr dann sein, ne? Also von der Helligkeit her, vom Helligkeitsgrad, würde nur 13.01 Uhr dann hinpassen. Weil um 1.01 Uhr, weiß ich nicht, wenn so hell ist. Okay,
Irgendwer anders hat mich irgendwo anders überholt. Man hätte nicht mal gesehen. Dann müsste es tatsächlich doch noch einen weiteren Weg geben, den ich noch nicht kenne. Aber das wird sich wahrscheinlich wieder online dann später irgendwann unter Beweis stellen. So. Und zwei blauer Panzer. Nehmen wir mit. Und hier ist er. Tschüss. Ah, wieder knapp. Es ist immer wieder aufs Neue, dass ich das immer knapp erwische. Oder besser gesagt, knapp nicht erwische. So. Aber leider sind wir erst in Runde 2. Ja, da kommt sie. Wer ist sie? Die Bewohnerin. War gerade kurz am Überlegen, ah, nimmst den tiefen Weg, lässt es bleiben. Mich dafür entschieden für lass es bleiben. Aber ich sehe auch ehrlich gesagt keinen anderen Weg als hier durch. Ja, schade. Oh je. Okay. Wirf blauen und roten Panzer. Aber nicht auf mich. Satte nicht auf mich! Und P1! Da war am Ende noch viel knapper als erhofft. Ach, ja. Aber ein Highlight-Rennen ist es dennoch nicht. Aber es war knapper als erhofft. Also komm. Ah, Glück. Am Ende war es Glück. Da hätte natürlich, wie erwähnt, sie hätte den roten Panzer vorher werfen müssen. Da hätten wir ein bisschen vorher gehabt. Dann hatten wir Glück, dass wir das richtige Item gekriegt haben zum richtigen Zeitpunkt und deswegen hier 3 Sterne gekriegt haben. Das hätte hier gut und gerne anders ausgehen können. Und ich hoffe, dass in der nächsten Folge es nicht anders aussieht und in der nächsten Folge wir weiterhin siegreich sind. Also, seid wieder dabei. Morgen. Bis dann und ciao.